Und live in Dormagen ist uns weiter zugeschaltet und hat freundlicherweise mit uns gewartet und das angehört. Heinz Hilgers, der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Ich musste Sie vorhin in Ihrer ersten Antwort, Herr Hilgers, relativ schnell verlassen. Sie haben gesprochen über die Konzeptionslosigkeit der Politik, die Sie ja vorgeworfen hatten, und die Frage, ob sich das jetzt etwas aufgehellt hat, sage ich mal, Ihr Eindruck. Knüpfen wir da nochmal an, oder? Ja, immerhin hat die Kanzlerin ja auch sehr deutlich klargestellt, dass wenn jetzt Öffnungen möglich sind, Schulen und Kitas zuerst dran sind und nicht, wie das nach der ersten Welle war, dass schon das letzte Fitnessstudio und das letzte Nagelstudio auf hatte, ehe überhaupt die erste Kindertagesstätte und die erste Schule wieder auch nur an eine Eröffnung ihres Betriebes denken konnte. Und das soll ja jetzt anders werden. Das werden wir sehen. Ich will aber auch sehr gerne eine Kritik, die völlig unberechtigt an Frau Giffey geführt wurde, in der vergangenen Woche zurückweisen. Sie hatte da ein Ampelmodell vorgestellt für die Öffnung von Kitas und Schulen. Und da ist direkt gesagt worden, das sei unsinnig. Da hätte ich mir konstruktivere Kritik gewünscht, weil es ist auch unsinnig, wenn Sie jetzt in Münster sind, wo Sie schon unter 25 dann sind an Inzidenzzahl, dass Sie Schulen und Kitas nicht aufmachen können. Wenn Sie Gaststätten aufmachen würden oder Hotels, dann würde es einen Tourismus nach Münster geben. Und viele würden aus dem Umland kommen, vielleicht sogar aus Dortmund oder Bielefeld, dort einkaufen oder in Restaurants gehen. Aber in Schulen und Kitas gehen die Menschen, die dort wohnen, die Kinder, die dort wohnen und in die jeweilige Kita und Schule angemeldet sind. Und da ist es möglich, dass wenn wir deutlich unter den 50 sind, dass wir auch schon in einer Öffnung anfangen und das auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich und Kreis zu Kreis unterschiedlich machen, wenn wir dort vorangekommen sind. Und genau sowas wünsche ich mir, dass es auch flexibel zugeht, um da ein Konzept vorzulegen. Da hat Frau Giffey einen ersten Aufschlag gemacht, der muss nicht in jedem Detail richtig sein, aber es wäre ein Konzept, wenn jetzt die Bundesländer und die Kultusministerkonferenz und die Familienminister ein solches Konzept auf den Tisch legen würden, damit die Eltern sich einstellen können auf die Situation vor Ort, damit sie verlässliche Ansagen bekommen und auch die Kinder wissen, wie es weitergeht. Ja, Herr Hilgers, Sie haben das direkt schon aufgenommen. Das wäre auch einer meiner Punkte gewesen. Also grundsätzlich zeigt sich gerade an diesem Vorschlag der Kita-Ampel, dass das durchaus kompliziert sein kann mit dem Föderalismus in Deutschland, weil das war doch ein sehr vielschichtiger und vielstimmiger Chor, der darauf kam. Also Bayern sagte, wir brauchen überhaupt keinen bundesweiten Ansatz und keinen bundesweiten Katalog. Nordrhein-Westfalen haben Sie selber zitiert, wurde Praxisfremdheit attestiert. Selbst aus Berlin kam dann noch einmal der Hinweis, dass man sich das schwer vorstellen könnte, das umzusetzen. Am Montag haben nun die Kultusminister auch getagt auf Länderebene und Familienminister. Und man hat jetzt nicht den Eindruck, dass wir jetzt schon weiter sind mit einem Konzept, hinter dem sich alle versammeln. Warum eigentlich immer diese lange Schleife, bis es endlich zu einer Entscheidung kommt? Also dafür habe ich auch kein Verständnis. Nicht, das ist bedarf guten Willen von allen Seiten und dann kann man sich auch im Föderalismus auf gute Vorschläge einigen. Sehen Sie, auch die Fachärztegesellschaften in unserem Land haben ja gerade für diesen Fall auch schon Vorschläge gemacht, wie man genau eine Schulöffnung und eine Kitaöffnung organisiert, um einen möglichst hohen Infektionsschutz für das Personal, aber auch für die Kinder dort zu haben und damit auch für deren Familien. Und deswegen finde ich, wird es jetzt mal langsam Zeit, dass es ein Konzept gibt. Und ich möchte einen zweiten Punkt erwähnen, weil ich die Vorschläge, die Frau Giffey eben gemacht hat, oder die Ankündigungen zu der Politik für Jugendliche sehr begrüße. Aber wir haben natürlich auch zu erwarten, dass nach den vielen Ausfällen, gerade auch Kinder und Jugendliche, die in besonders prekären Verhältnissen aufwachsen, kaum eine Chance hatten, die Lernziele zu erreichen. Und dann werden wir eventuell oder ziemlich sicher in diesem Sommer mehr Kinder und Jugendliche haben, die keinen Hauptschulabschluss haben, keinen mittlere Reife bekommen haben oder einen sehr schlechten und deswegen keine Lehrstelle bekommen und keinen Arbeitsplatz bekommen. Und das muss man jetzt schon Berufsgrundschuljahre vorbereiten, Berufsvorbereitungsjahre und auch zur Not außerbetriebliche Ausbildung. Wenn man das jetzt nicht vorbereitet, findet das im Oktober nicht statt. Und wenn die Kinder und die Jugendlichen erst ein Jahr
unbetreut waren und keine Bildungschancen hatten, dann wird es später sehr, sehr viel schwieriger, das alles nachzuholen. Und da erwarte ich ergänzend von der Bundesregierung, dafür ist hier zuständig der Arbeits- und Sozialminister und die Bildungsministerin, dass diese auch nicht nur Frau Giffey, sondern dass diese auch sinnvolle Vorschläge auf den Tisch legen, wie man das vermeiden kann, dass in diesem Sommer und im Herbst Jugendliche abgehängt werden. Manche sprechen schon von der verlorenen Generation. Herr Hilgers, Sie selber haben mit 26 anderen Akteuren einen Brief geschrieben, haben aufgefordert, zum Beispiel die Regelsätze für Hartz IV zu erhöhen. Wenn wir jetzt einen Schlusssatz noch mal definieren müssten, einen Schlusswunsch an diesen 10. Februar, die nächste MPK bei Frau Merkel. Was wäre das aus Ihrer Sicht, Deutscher Kinderschutzbund, ganz klarer Satz, was ist gefordert? Erstens, wenn geöffnet werden kann, dann nach einem guten Konzept, zuerst Schulen und Kitas und dann erst alles andere. Zweitens, brauchen wir eine Strategie, wie wir die verlorene Zeit und die verlorenen Lerninhalte aufholen, insbesondere für Kinder aus prekären Verhältnissen. Und drittens ist es dringend notwendig, dass den Familien in unserem Land, die am Existenzminimum leben oder mittlerweile darunter, dass die eine finanzielle Förderung bekommen, um die hohen Belastungen durch Corona, die sie jetzt haben, von dem Maskenkauf bis hin zur digitalen Ausstattung ihrer Kinder, bis hin zu der Frage, dass das Mittagessen, das kostenlose ausfällt, dass Betreuung nicht gesichert ist, dass wir den Familien mit konkreten Zahlungen jetzt auch helfen und auch Vertrauen haben, dass sie ihre Kinder unterstützen. Ganz herzlichen Dank, Heinz Hilgers, Präsident Deutscher Kinderschutzbund. Dankeschön nach Dormagen. Merci.